Schamanen machen Trance-Reisen. Sie begeben sich in nicht alltägliche Bewusstseinszustände, um andere Realitäten zu erforschen oder Heilarbeiten durchzuführen. Das ist eine Kunst und man muss diese richtig lernen und kann diese über Monate oder gar Jahre trainieren und immer weiter verfeinern. Auf was du dabei achten solltest, damit dir Trance-Reisen so richtig gut gelingen, das erfährst du jetzt. Ich habe in den letzten Jahren hunderte Menschen kennenlernen dürfen, die irgendwo in einem Buch eine Anleitung für schamanische Trance-Reisen gelesen und ausprobiert haben oder irgendwo bei einem schamanischen Erlebnisabend oder bei einem schamanischen Seminar dabei waren und dort wurde schamanisch gereist. Oder manche haben sogar eine ganze schamanische Ausbildung gemacht, wo sie viel Trance-Reisen gelernt haben. Und die meisten hatten damit ganz ähnliche Probleme. Und bei sowas werde ich dann ganz hellhörig und habe dann eine Menge Freude daran zu gucken, woran liegt das und dann eine Lösung dafür zu finden. In der Regel fehlte all diesen Leuten eines der folgenden Dinge, die ich gleich in diesem Video geht. Und das sind dann auch meine Tipps, grundlegend, wie du dafür sorgen kannst, dass dir jede schamanische Trance-Reise gelingt, beziehungsweise mit denen du deine schamanischen Fähigkeiten auch verbessern und vertiefen kannst. Ich weiß das, weil bei unserem schamanischen Heimtraining jeder bestimmte Trainingsschritte durchläuft, so eine Art Grundlagentraining. Und wer diese Schritte sauber und immer weiter trainiert, der kann nur erfolgreich damit werden. Das zeigt sich einfach. Okay, jetzt kommen meine Tipps. Tipp Nummer 1. Hol deinen Verstand mit ins Boot. Wenn dein Verstand einigermaßen nachvollziehen kann, um was es da geht und was du da tust, dann ist er zufrieden und lehnt sich zurück, während du dann deine schamanischen Trance-Techniken durchführst. Je öfter du das wiederum machst, umso ruhiger wird der Verstand und irgendwann ist er gar nicht mehr anwesend. Ansonsten schießt er gerade am Anfang, und das ist eben für Anfänger erstmal die große Hürde, der schießt immer wieder dazwischen. Das ist echt die große Hürde, weil wir auch so eine verkopfte Gesellschaft sind. Ne? Da will der Verstand immer alles verstehen. Und dann geben wir ihm ganz viel Futter, ja, und dann ist er befriedigt und dann kann man schamanisch arbeiten. Viel, viel besser. Dann der nächste Tipp. Optimiere deine Energetik. Das ist so wichtig. Je mehr Energie du hast, umso besser klappt das. Wenn dir dein Alltag viel Energie raubt, dann wirst du auch schamanische Trance-Reisen nicht gut durchführen können. Dir fehlt einfach die Energie. Du brauchst Energie. Du kannst dann deine Trance besser, klar und stark gerichtet halten. Und du kannst viel besser außersinnig wahrnehmen. Außersinnliche Wahrnehmung braucht Energie. Eine Trance stark, klar gerichtet halten, braucht Energie. Und wenn sie dir schon im Alltag fehlt, dann ist es schwierig bei schamanischer Arbeit, deine Sache gut zu machen, sozusagen. Ja. Deswegen optimiere deine Energetik, ganz, ganz wichtig. Dann, ganz, ganz wichtig, richte vorab, bevor du eine schamanische Trance-Reise machst, richte vorab deine Absicht ganz klar auf dein Ziel aus. Wenn du dich vorab genau klärst, warum du eine Trance-Reise machen möchtest und was genau dein Ziel ist, verstärkst bzw. vertiefst du bereits dadurch deine Trance enorm. Und das Ganze läuft viel besser und braucht nicht so viel Energie. Je effizienter du schamanisch reisen kannst, also energieeffizienter, umso besser. Und dann kannst du es länger machen und das wird immer realer und immer tiefer. Du kannst mehr bewirken. Na? Und wenn du zu denen gehörst, die nicht so viel Energie haben, dann solltest du dich klar ausrichten, damit die Trance-Reise nicht viel Energie verbraucht, während du unterwegs bist, sozusagen. Was auch spannend ist, vielen, die ich da kennengelernt habe, war gar nicht klar, wohin sie reisen sollen. Das heißt, die haben einfach gelernt, irgendwie eine schamanische Trance-Reise zu machen und die wussten aber gar nicht, wohin. Na, die haben das einfach offen gelassen, geguckt, was passiert. Und dann klappt das oft nicht so gut, ne? Weil wenn das Ziel nicht geklärt ist, wenn das nicht glasklar ist und nicht klar ist, wo möchte ich hinkommen, dann ist die Energie wie so
verpufft. So. Und dann, das ist Larifari. Und dann sagst du, da will ich hin. Da fokussiere ich all meine Energie, meine Trance drauf. Dann kommst du erstens dahin, wo du hin möchtest. Kannst konkret, gezielt arbeiten. Und es wird dir besser gelingen. Und du hast genug Energie dafür. Und zu guter Letzt, auch ganz wichtig, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Trance-Reisetechniken. Du brauchst eine ganz klare, saubere Technik. Oft ist es aber eine Technikgeschichte. Ne? Oder manche haben das gar nicht. Die fangen einfach an zu trommeln, gucken, was passiert. Das ist nicht wirklich eine Technik, weil du nicht weißt, was du machst. Und nicht. Das ist eigentlich gar keine Trance-Technik. Also, oder irgendwo schon, aber sehr, sehr schwammig. Ja? Und, ja. Und wenn du eine schamanische Trance-Technik gelernt hast, wenn du eine hast, die dich sauber und klar und sicher und direkt an dein Ziel bringt, dann geh immer wieder genauso, wie du hingegangen bist, wieder zurück. Weil dann trainiert sich in dir eine ganz klare Struktur ein. Dann läuft das immer und immer besser. Ja, das ist, wenn du Auto fährst, machst du auch immer die gleichen Dinge da drin. Stell dir vor, die Gangschaltung würde jedes Mal anders funktionieren. Oder du weißt nicht, was dich heute wieder erwartet, wenn du da drin das Auto bedienen möchtest, wo jetzt das Gaspedal ist oder ob es jetzt da oben ist und man es mit der Hand bedienen muss. Wenn es immer die gleichen Abläufe sind, kriegst du Routine, es braucht weniger Energie, das Unterbewusstsein übernimmt vieles und dann läuft das umso besser. Wenn du schamanische Trance-Reisen Schritt für Schritt lernen möchtest oder so meine Tipps nochmal vertieft lernen möchtest, ja, und das ist natürlich jetzt nur ein kleiner Auszug gewesen, melde dich sehr gerne bei uns für ein kostenfreies Erstgespräch. Und weil vielleicht ist unser schamanisches Heimtraining genau das Richtige für dich, dass du das richtig gut lernst und da möglichst erfolgreich sein kannst.